So, und damit herzlich willkommen zurück bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Letztes Mal sind wir ins Wasser gehopst und wollten eigentlich dem Verlauf folgen. Und irgendwie habe ich vergessen, am Zielpunkt abzuspeichern. Ich kann euch mal zeigen, wo der Zielpunkt ist. Er ist nämlich gar nicht mal so weit entfernt. Der Zielpunkt ist da. Da hört die Strömung einfach auf. Das heißt, das können wir vergessen, dass wir so den Aufenthaltsort der Lichtlanze finden. Deshalb habe ich nachgeguckt. Es tut mir furchtbar leid. Ich weiß jetzt, wo sie ist. Ich habe sowieso jetzt einiges nachgeschaut, einfach weil es sonst einfach viel zu lange dauert. Und tatsächlich befindet sich die Lichtlanze. Wir haben einfach beim ersten Mal nicht richtig nachgeguckt. Ja, was heißt Lichtlanze? Zeremonienlanze. Ich muss mal gerade mal ein bisschen leiser drehen. Hier ist mir gerade ein bisschen zu laut. Genau unter der Brücke. So soll es zumindest sein. So, da drüben ist sie. Wir haben einfach nicht richtig geguckt beim letzten Mal. Sie liegt da unten im Wasser. So, leg schon wieder bitte da drüben hin. Oder machen wir mal gerade ein Foto von dir. Zeremonienlanze. So. Eine Nachbildung von Mifas berühmter Lichtschuppenlanze. Sie ist äußerlich kaum vom Original zu unterscheiden, aber Angriffskraft und Haltbarkeit sind deutlich geringer. Ne? So viel dazu, dass es dasselbe Material ist. Das heißt, muss man gerade was wegwerfen. Wie wär's denn mit... Das Reiseschwert brauche ich noch. Königsschwert... Ich kann mich nicht entscheiden. Man kann im Prinzip alles brauchen. Und das kann man nicht so nicht wegwerfen. Moment. Weg damit. Man sieht schon, wir brauchen einfach... Nicht wegwerfen. Wir brauchen einfach mehr... mehr Taschenplatz. Deswegen habe ich etwas weiter rausgesucht. Und zwar... ich habe immer noch den Spielberater nicht neben mir zu liegen. Ich habe immer noch nicht gekauft. Aber es gibt wohl im Internet eine interaktive Karte, weswegen ich gerade vor dem Aufnehmen mein komplettes Wohnzimmer umgebaut habe. Weil ich nehme ja vom Sofa aus auf. Das heißt, ich habe gerade eben an meinen Verlängerungen, die ich normalerweise für den Stream bräuchte, wenn ich vom Sofa aus drehen würde, habe ich meinen Monitor hier hingestellt mit Maus, um diese aktive interaktive Karte aufzurufen. Deswegen... Ich muss ankündigen, wir werden in der nächsten Zeit viele Crocs sammeln, weil ich mich erstmals an die 900 Crocs begeben möchte. Und ich kann schon mal sagen, wir werden währenddessen wahrscheinlich sämtliche Schreine, sämtliche noch verbliebenen Erinnerungen und sämtliche verbliebenen Feenquellen finden. Einfach weil die Crocs wirklich überall sind. Ich guck mal, ob ich dran denke, mal ein großes Bild einzublenden. Es ist ekelhaft. Es sind 900. Es sind wirklich 900 Crocs. Und ich kann schon mal sagen, die Belohnung ist scheiße. Was das heißt, das sehen wir dann am Ende, wenn wir alle Crocs haben. Aber erst einmal möchte ich jetzt ein anderes Rätsel lösen. Dafür muss ich wieder zurück nach oben. Du? Was gibt es? Deine Lanze! Das ist ja tatsächlich die Zeremonienlanze! Aber gut, du kannst sie behalten. Und möchte etwas fragen? Zeremonienlanze? Die Zeremonienlanze ist nicht ganz so stark wie die Lichtschuppenlanze, aber besitzt sonst die zahlreichen Fähigkeiten. Laut einer Überlieferung soll die Lichtschuppenlanze den Helden zu einer Prüfung führen. Ich glaube, das Lied des Reckenfestes geht auf diese Überlieferung zurück. Kinder singen dieses Lied ganz gern. Vielleicht findest du ja eines, das dir den Text verraten kann. Den Text kennen wir schon. Und wir waren auch schon mal da und haben eigentlich das Richtige getan. Aber nicht von hoch genug.
Es war nicht von hoch genug. Deswegen geht es einmal erst wieder zurück zu Selas Wasserfall. Ist ja zum Glück nicht weit weg. Genau. Das ist nämlich dieser dort. So. Gucke mal, jetzt ist der nämlich erst. Moment mal, der ist es am Leuchten. Das hat er letztes Mal nicht gemacht. Reicht trotzdem nicht. Okay. So, aufgepasst. Jetzt zeigen wir mal, wie das mit dem Rätsel funktioniert. Ich hoffe, ich krieg's hin, weil sonst blamiere ich mich jetzt. So. Ein bisschen tiefer noch, sonst dauert das zu lang. So, und abwärts. Man muss tatsächlich von ein bisschen weiter höher das machen, damit er auch wirklich die Lichtsteine so oder sich rein sticht. Weil sonst macht der Bus diesen diagonalen Schlag nach vorne. Das Lied des Reckenfestes ist damit auch gelöst. So, jetzt holen wir uns mal keine Belohnung und dann kannst du mal gucken, ob es hier irgendwo welche Crocs gibt. Dutzende, Tausende! Ach du Schande. Muss ich gleich mal gucken, es gibt zwei Crocs in der Zora-Stadt. Muss ich mal gucken, ob ich die gefunden habe. Wahrscheinlich eher nicht. Sie werden zum Glück ja markiert. Wir werden übrigens auch heute wieder kurzzeitig eine kleine Pause machen müssen, weil wegen Wäsche, Sie kennen das ja. So, dann zeig mal, was hast du denn hier? 100 Rubine, okay, die nehmen wir mit. Ja, ich hab's gemeistert. So, gib das Zeichen der Währung her. Dann können wir uns wieder ein Herzteil holen. Nachdem ich jetzt einen kompletten Ausdauerring habe. Es gibt übrigens noch einen weiteren kompletten Ausdauerring. Der Rest ist alles Herzteile. Ja, Ladebildschirm bitte. Wir waren doch gerade erst draußen. Moment. Ich hatte gerade bei einem Meerschweinchen neben mir zu sitzen. Bis kurz vor der Aufnahme. Ich habe es gerade jetzt weggepackt und ja, ich habe gerade. Ja, was Meerschweinchen zu tun, wenn sie irgendwo rumsitzen? Da habe ich gerade reingepackt. Passiert schon mal. So, tatsächlich haben wir die zwei Crocs hier noch nicht. Es gibt hier tatsächlich zwei Crocs. Ich suche gerade ran. Und zwar da und da. Direkt am Schrein. Wahrscheinlich irgendwo drüber, schätze ich mal. So, dann gibt es dort einen Croc. Habe ich eigentlich irgendwas, um das besser zu... Da, gucke mal. Stempeln wir es doch damit ab. So. Dann gibt es dort oben einen Croc. Dort einen Croc. Hier einen Croc. Da. Dort? Moment, da verlassen wir das Sora-Gebiet, das wollen wir nicht.
Da. Möchte ich es nochmal erwähnen, wenn man einen Krog gefunden hat, wie hier zum Beispiel, dann wird er markiert. Wir finden da oben gerade keine Markierung. Das heißt, habt ihr oben noch nicht einen einzigen Krog gefunden. Wie zum Beispiel den hier oben. Und den da. Alter, das wird lächerlich. Ah, den haben wir schon, den haben wir schon, den haben wir schon. Okay. Dafür haben wir den nicht. Oh, bitte. Und den nicht. Und das ist da. Und da. Und da drüben. So. Ich würde mal sagen, es reicht jetzt erstmal. Die gehen wir jetzt erstmal ab. So, das heißt, das hier können wir löschen. Dort sind wir gerade. Das heißt, ich renne jetzt erstmal nach dort. Den Seelenwasserfall wieder rauf. Ach ja, die Suda, die Koks wird echt super. Wahrscheinlich werden wir jetzt die komplette Aufnahmephase damit zubringen. Und ich werde trotzdem nicht alle gefunden haben. Will ich die Lanze noch weiter anhaben? Weiß ich jetzt gar nicht. Höher. Und bestimmt fängt es auch wieder an mit Regnen. Was? Ach nein. Ich habe mir inzwischen jetzt auch die Completionist-Folge von Breath of the Wild angeschaut. Glaube, das Ergebnis war Finish It. Also nicht Complete It. Einfach weil tatsächlich das 100% Completion keine Auswirkungen auf irgendwas hat. Das Einzige, was man fürs gute Ending braucht, sind wohl sämtliche Erinnerungen. Ansonsten ist alles andere, was man findet, einfach bloß, um es einem leichter zu machen. Ich habe übrigens noch was vergessen. Den Chica-Sensor wollte ich wieder auf Schreien stellen. Mit zwei Schreine wieder am Klimpern ist. Ich könnte auch tatsächlich Schreine mir auf der Karte anzeigen lassen. Das möchte ich aber nicht. So, halt, da drüben ist was am Glitzern. Ah, Maxi-Rüben. So, hier soll irgendwo ein Krog sein. Ah, da, gucke mal. Da ist doch ein Krog-Rätsel. Einfach drüben stapeln, okay. Du hast mich entdeckt. Ja, das habe ich. So, das heißt, diese Markierung kann gelöscht werden. Und dann geht es einmal da hinten hin. Auf dem Todesberg gibt es übrigens keine Crocs. Wer hätte es gedacht? Man findet immer wieder Crocs auf dem Weg nach oben, aber tatsächlich auf dem Vulkan selber haben sie sich nicht hingetraut. La la. La 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 la. Ist es noch weit? Oh ja, das ist noch sehr weit. Und es ist wohl so, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, bekommt man hier auf die Karte eine Anzeige. Also man sieht da schon links unten Zeit und Temperatur. Und da drüber kommt nach einmal Durchspielen des Spiels dann eine Anzeige, wie viel Map Completion man hat. Und ich habe leider herausfinden müssen, dass man tatsächlich aus den Schreinen alle Kisten mitnehmen muss. Sonst ist es nicht 100% abgeschlossen. Also, der Schrein ist 100% abgeschlossen. Das soll man wohl auch sehen können.
anhand dessen, wie das Schreinsymbol aussieht. Aber bei mir sehen die alle gleich aus, weswegen ich einfach ausgehe, dass ich bisher alle Kisten gefunden habe. Vielleicht sieht man es aber auch erst dann, wenn man dann die Anzeige auch hat dafür. So, da kommen wir wieder ins Gebiet mit den ganz vielen Exalfos und den Moblins, nämlich das Turana-Hochland. Und wir könnten ja uns fast mal wieder an dem Leunen versuchen, ne? Der war ja da drüben irgendwo. Ne, da. Da am Donnerhorn war ja ein Leune, da wo auch der nächste Krog dann wäre. Ach, wird das ein Spaß! Das heißt, den Leuten müssen wir wahrscheinlich umpöllen, damit wir genug Ruhe haben, den Krog zu suchen. Aber es sind nur normale Leune. Wir haben ja schon einen schwarzen Leun erlegt. Dann wird das da wohl kein Problem sein. So. Sind wir fast da? Wir sind fast da, da drüben ist der Fels, auf dem wir müssen. Finde es auch sehr schön, dass bisher das Schrein noch nicht aktiviert worden ist. Also hier kein Schreinpiepen. Wir sind fast da. Da oben soll ein Krog sein. Da ist er. Oh, da drüben ist ein Schrein. Da drüben ist ein Schrein. So rum. Da drüben sind gleich zwei Schreine. So. Die Markierung kann weg. Wo ist meine Markierung? Da ist mein Stempel. Löschen. Lösch die Stempel. So, rüber zum Totosee. Da lang. Ich finde es auch sehr schön. Man hat ja gerade gehört, dieses Flattern von dem Segel. Macht keinen Lärm. Hat nicht ausgeschlagen. Wenn ich jetzt aber hier hochklettere, mache ich einen Riesenlärm, ohne was zu hören. Und man hört Schritte. Ich habe übrigens auch, weil ich ja inzwischen die ganzen Titanen fertig habe, habe ich mal so weit mal bei anderen Displayern auch mal reingeschaut gehabt, die auch dann so weit waren, also auch nicht weiter. Und ich muss Geld sammeln. Ich muss mir nämlich Fotos kaufen, die ich verpasst habe. Man kann nämlich die Flüche fotografieren. Das habe ich nicht gemacht. Nicht einen einzigen. Ich höre dich. Ich sehe dich. Hab dich. Ja, ich hab dich entdeckt. Tschüssi. So. Nächste Markierung weg. Stempel löschen. Jetzt geht's dahin. Und dann rüber zum Donnerhorn. Ach, ich freue mich ja schon. Ich dürfte wieder einen Leuen erledigen.